Auf den ersten Blick könnte man meinen, das folgende Video wäre den ein oder anderen Tag alt und käme aus einer Zeit, in der man noch versammelt mit der Familie vor dem Radio dem Weltgeschehen lauschte. Dass das Pure Evoque Home aber in die heutige Zeit passt, merkt man an den Funktionen wie Bluetooth und Spotify Connect. Mit dem Paket liegt eine CR2025 Knopfzellenbatterie für die Fernbedienung. Den meisten Platz in der Verpackung nimmt natürlich das Evoque Home selbst ein. Das Radio kommt mit einem ausklappbaren Bildschirm daher. Im Paket liegen insgesamt noch 3 Infoheftchen und ein nicht ganz zum weißen Radio passendes schwarzes Stromkabel. Jenes wird in eine beliebige Steckdose sowie in das Evoque Home gesteckt. Auf der anderen Seite gibt es noch einen AUX-Eingang, einen Kopfhörerausgang und ein Micro-USB-Port für den Service. Auf der Rückseite sitzt außerdem die Antenne für den Empfang. Mit jener sieht das Radio auch wirklich aus wie ein Radio und nicht wie ein Bluetooth-Lautsprecher. Kaum mit Strom versorgt, möchte das Radio eingerichtet werden. Zunächst wird die Uhrzeit, das Datum und schließlich das WLAN eingerichtet. Wenig später ist das Pure Evoque Home einsatzbereit. Über die Einstellung kann man die Sprache ändern. Verfügbar sind unter anderem Französisch und eben Deutsch. Auch Firmware-Updates sind möglich. Mein Radio ist allerdings auf dem neuesten Stand gewesen. Damit ist das Setup erstmal erledigt und der Radiogenuss kann losgehen. Wie man eben schon gesehen hat, gesteuert werden kann das Radio über die Buttons unterhalb des Displays. Einige weitere Buttons gibt es oberhalb des CD-Laufwerks. Ja, richtig gehört, des CD-Laufwerks. Endlich zahlt es sich aus, dass ich bei jedem meiner vergangenen Umzüge meine heißgeliebten S-Club 7 CDs nicht entsorgt habe. Ohne große Mühe verschwindet die CD im Inneren des Pure Radios. Auch wenn ich euch natürlich keine Original-Sounds einspielen kann, dauert es ca. 40 Sekunden, bis die CD bereit ist und das erste Lied wiedergegeben wird. Zugegebenermaßen, normalerweise hätte ich das Radio längst vom Tisch in Richtung Küche bewegt, aber Don't Stop Moving habe ich wohl auch wegen meines Budgets in der Jugend noch nie in dieser Qualität gehört. Noch bevor Radio gehört wurde, musste ich also mal wieder in die Sounds der 2000er reinlauschen. Das liegt sicherlich an den 2x20mm Hochtönern sowie den 23,5 Zoll Tieftönern. Die Ausgangsleistung liegt bei satten 100 Watt. Wenn man bedenkt, in welchen Formfaktor der Hersteller den Sound steckt, ist das Endergebnis durchaus bemerkenswert. Das Katerfrühstück. Wir frühstücken euren Kater. Ja, hallihallo, liebe Leute da draußen an den diversesten Empfangsgeräten. Es ist Samstag, es ist 11 Uhr. Das bedeutet, das Katerfrühstück ist wieder da. Ja, und wir freuen uns auf eine großartige Sendung voller Spiel und Spaß, sage ich mal. Im Alltag kann man schon mal lauter aufdrehen, ohne dass die Musik verzerrt. Da das Pure Radio bei uns in der Küche landen wird, kann man sich schon denken, wann das Lautstärkerad aufgedreht wird, wenn es am Herd kocht und brutzelt. Mit den flotten Tönen, die uns nicht nur von S-Club 7 dahin geschmettert werden müssen, kocht es sich doch direkt viel besser. Damit es aber keinen Ärger mit den Nachbarn gibt, empfehle ich, die 100 Watt Leistung nicht dauerhaft auszunutzen. Das wäre allerdings problemlos möglich. Auch auf maximaler Lautstärke gedreht verzerrt der Ton nicht. Für das Pure Evoque Home war es nun an der Zeit, umzuziehen. Und zwar in die Küche. Dort sollte es ja schließlich zukünftig wohnen. Und auch wenn Tim den wohl ungünstigsten Platz in der gesamten Küche ausgesucht hat, durfte es langfristig eben in Jena wohnen. Ich gehe sogar so weit und sage, es gefällt mir richtig gut in der Küche. Inzwischen habt ihr zweimal gesehen, wie die Lautstärke über das Rad an der Oberseite verändert wurde. Das ist aber nicht notwendig. Über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung kann man das Pure Radio auch bedienen. Ich finde es sehr gut, dass Pure auch direkt die passenden Knopfzellenbatterie mitliefert. Kaum hat man die Batterie in die Fernbedienung gesteckt, kann es losgehen. Die Fernbedienung muss nicht extra verbunden werden, sondern kann direkt genutzt werden. Oder auch nicht. Das konnte nun die Zukunft zeigen. Und genau deswegen machen wir jetzt einen Zeitsprung. Diesen Zeitsprung absolvieren wir, indem Tim knapp 2 Monate später nochmal in den Einstellungen schaut, ob es für das Evoque Home ein OTA-Update gibt. Der Updater ist gut zu erreichen, findet allerdings kein Update. Das ist nicht schlimm, zu keiner Zeit hat es mit dem smarten Radio Probleme gegeben. Und ja, wir haben immer noch die Displayschutzfolie auf dem Gerät. Da es sich um keinen Touchscreen handelt, gibt es eigentlich keinen Grund, warum nicht. Inzwischen ist das Evoque Home an einen viel besseren Platz in der Küche gewandert. Dort ist es immerzu zu erreichen und ziemlich oft im Einsatz. Übrigens, ganz im Gegensatz zur Fernbedienung. Neben der Fernbedienung lässt sich das Radio auch via App steuern. Pure setzt dafür auf die App Undock. Diese ist kostenlos im Play und App Store verfügbar. Über die App lassen sich alle Funktionen des Evoque Home steuern. Besonders einfach lässt sich über die Anwendung ein Radiosender einstellen. Allerdings, wir bleiben bei FFH und wechseln eher selten bis nie. Worauf wir durchaus wechseln, ist Spotify. Auch wenn Radio einiges an Vielfalt bietet, lausche ich einfach gerne Podcasts. Beispielsweise, wenn ich mal wieder Wäsche zusammenlegen muss. Die Verbindung ist einfach hergestellt und die Wiedergabe funktioniert problemlos. Da das Evoque Home recht portabel ist, spricht eigentlich nichts dagegen, es seinem Zweck als Küchenradio zu entfremden und beispielsweise im Schlafzimmer als Bluetooth-Lautsprecher zu verwenden.
Der Xtreme Halo kommt mit 2x5 Watt Lautsprechern daher. Da sind die 100 Watt des Evoque Home natürlich ein ordentliches Upgrade. Außerdem von Vorteil, der Sound kommt nun von vorne. Den Unterschied in Sachen Ton bemerkt man übrigens direkt. Serien und Filme klingen jetzt trotz der kompakten Abmessungen deutlich besser. Das ist ein Putsch. Nun, man stellt ein Team zusammen, das die Supes im Auge behalten soll, falls du Interesse hast. Ich will immer noch gegen Wort kämpfen, aber auf die richtige Weise. Und nicht gebadet, innen eingefeindet. Aber ich kann euch beruhigen, noch bin ich nicht versucht, mir ein zweites Radio zuzulegen. Noch. Aber wozu ist das gut? Es sagt mir, wann sich das Wetter ändern wird. So wie jetzt? Wehende Winde in der Acht. Oh! Die weiße Variante des Radios passt auf jeden Fall sehr gut ins Schlafzimmer. Über einen Equalizer lässt sich der Ton des Evoque Home einstellen. In meinen Augen bzw. Ohren war das aber nicht nötig. Die rückseitigen Bassreflexkanäle der beiden Frontlautsprecher sorgen für einen angenehmen Tonmix. Das Evoque Home beherrscht ein Audiospektrum von 500 Hz bis 400 kHz. Tim hat das mal für euch getestet. Völlig überraschenderweise räumt sich die Spülmaschine nicht von selbst aus und ein, wenn man sie nur lange genug anschaut. Aber mit Musik geht das ja bekanntlich besser. Also einmal auf den Drehbutton des Evoque Home gedrückt und los kann die Küchensause gehen. Den Originalton können wir an dieser Stelle wegen Copyright natürlich nicht einbinden, aber man merkt dem Evoque Home schon seine Leistung an. Man könnte fast sagen, das Evoque Home ist in der Küche verschwendet, so gut klingt es. Ich würde aber eher behaupten, das Evoque Home ist mein kleiner Küchenluxus, mein i-Tüpfelchen zum Küchenerlebnis. Es gibt Dinge, die wir nicht begreifen können. Sie sind einfach unvorstellbar. Für ein Evoque Home 2 würde ich mir gegebenenfalls noch eine Wireless-Ladefläche auf der Oberseite des Gerätes wünschen. Der Bildschirm könnte zu einem Touchscreen werden. Das würde die Bedienung noch etwas erleichtern. Darüber hinaus halte ich den 2,8 Zoll Bildschirm für sehr gut gelungen. Er ist tatsächlich die meiste Zeit aufgeklappt und zeigt im Standby die Uhrzeit an. Sehr praktisch, auch wenn wir schon eine Uhr in der Küche haben. Das Evoque Home gibt es in Cotton White sowie Coffee Black. Beim Stoff setzt der Hersteller auf den Quadratstoff. Den kennt man auch von der Citation-Reihe von Harman Kardon. Wer also dieses System nutzt, kann das Evoque Home problemlos zu Hause aufstellen, ohne dass ein großer Unterschied in Sachen Design entstehen würde. Hätte ich gedacht, dass ich 2022 nochmal ein Gerät besitzen werde, das einen CD-Leser hat? Nein. Aber umso froher bin ich, dass das Evoque Home nun in meiner Küche und manchmal eben auch im Schlafzimmer steht. Ihr habt noch Fragen zum Pure Evoque Home? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Sarah Elisa Oley für die Nerdbench.